Liebe Brüder und Schwestern, wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter, sagt Jesus uns heute im Evangelium. Ja, und auf wen passt dieses Wort besser als auf Maria, seine Mutter, die immer den Willen Gottes erfüllt hat, immer den Willen des Vaters im Himmel getan hat, mit Jesus? Ja, so weist Jesus indirekt auf seine Mutter hin. Sie ist rein, sie ist makellos, frei von jeder Schuld, von jedem Makel der Erbsünde, die unbefleckte Empfängnis, wie sie sich nennt. Sie hat immer diesen Willen Gottes getan, sie war immer eins mit dem Willen Gottes, dachte nie an sich selbst, immer nur an Gott, an seine Pläne. Und gerade dadurch konnte sie die Mutter des Erlösers werden, konnte der Heilige Geist sie erfüllen, konnte dieses ewige Wort Gottes, das Wort des Vaters, der Sohn Gottes, Fleisch werden, Mensch werden in ihrem Schoß. Weil sie immer ganz eins war mit dem Willen Gottes. So sind auch wir als Getaufte eingeladen, sie nachzuahmen, ja, diesen Willen Gottes zu erkennen und zu erfüllen. Immer mehr eins zu werden mit dem Willen des Vaters, so wie Jesus immer eins war mit dem Vater, mit seinem Willen. Jesus, der immer das getan hat, was der Vater ihm gezeigt hat, was der Vater wollte. So können wir, wenn wir diesen Willen Gottes tun, wenn wir auf Gottes Wort hören, Brüder, Schwestern, ja Mütter unseres Herrn Jesus Christus sein. Wir können ihn empfangen in der Kraft des Geistes Gottes, dann kann dieses Wort in uns Fleisch werden. Dann wird etwas vom Sohn Gottes auch in uns sichtbar, greifbar. Dann wirkt Jesus in uns und durch uns hinein in die Welt. Dann wirkt er weiter durch uns das Werk der Erlösung, der Rettung und der Heiligung. Jesus ist der Retter und Befreier aus der Macht des Bösen, so haben wir auch im Evangelium gehört. Er überwindet die Macht des Teufels, der Dämonen, der Hölle. Er ist wirklich der Sieger, der Befreier. Ihm dürfen wir vertrauen. Er hat uns gerettet durch seine Menschwerdung, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz, durch sein geopfertes Fleisch, durch sein vergossenes Blut hat er uns Erlösung geschenkt, Befreiung aus Sünde und Schuld. Ja, er rettet uns, er schenkt uns neu göttliches Leben, ja, die Gotteskindschaft. Und diese Erlösung, ja, diese Befreiung wird schon angekündigt in der ersten Lesung im Buch Genesis, das wir soeben gehört haben. Ja, diese Vorankündigung der Rettung, der Erlösung nach dem Sündenfall der ersten Menschen von Adam und Eva, dieses Proto-Evangelium, Feindschaft stifte ich, setze ich zwischen dir und der Frau, deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Ja, damit ist schon Maria angekündigt, ja, die Menschwerdung des Sohnes Gottes, die Kirche. Sie ist sozusagen diese Verse der Mutter Gottes, die der höllischen Schlange den Kopf zermalmt, wie sie auch oft dargestellt wird, die Mutter Gottes als Immaculata, die der Schlange den Kopf zertritt. Ja, Jesus möchte durch uns alles Böse besiegen, der Welt Frieden, Heil, Rettung schenken. Ja, vertrauen wir der rettenden Macht Gottes. Lassen wir uns neu erfüllen von seinem Geist, wie die Gottesmutter Maria. Wir haben ja heute auch
einen Gedenktag, wir feiern den Gedenktag des unbefleckten Herzens Mariens. Und besonders in Fatima, das wir ja voriges Jahr als Jubiläum gefeiert haben, lädt die Gottesmutter Maria alle ein, sich ihrem unbefleckten Herzen zu weihen, sich ihr anzuvertrauen, weil sie durch die Gnade Jesu, ihres Sohnes, des Erlösers, frei ist von jeder Sünde, weil sie die Macht hat, das Böse zu besiegen, weil sie uns hilft, alles Böse, alle Sünde zu überwinden, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben, um ganz offen zu sein für diesen Geist Gottes, diesen Geist der Wahrheit, der Liebe, des Friedens, des göttlichen Lebens. Ja, der Geist Gottes, er zeigt uns, was der Wille des Vaters ist, damit wir diesen Willen Gottes immer besser erkennen und erfüllen. Interessant ist ja auch, dass Adam und Eva vor dem Sündenfall nicht nackt waren. Das sagte uns Luisa Picaretta in ihren Schriften, eine Mystikerin, die wunderbare Offenbarungen auch von Gott bekommen hat, die dieses Reich des göttlichen Willens offenbart im Namen des Herrn. Sie ist sozusagen sein Sprachrohr, seine Verkünderin. Und darin sagt Jesus, ja, Adam und Eva waren vor dem Sündenfall ja ganz frei, ganz rein, aber sie waren mit Licht bekleidet, sie hatten ein Gewand aus Licht. Aber dieses Licht hat sich sozusagen nach dem Sündenfall, nachdem sie gesündigt hatten, zurückgezogen in ihr Inneres, in ihr Herz, in ihre Seele. Und auf einmal sahen sie sich nackt vor Gott, nackt und bloß, weil sie nicht mehr eins waren mit dem Willen des Vaters, weil sie nicht mehr eins waren mit dem Willen Gottes, sondern ihren eigenen Willen getan haben, weil sie Gott nicht gehorcht haben, nicht vertraut haben. Auf einmal mussten sie sich vor Gott verstecken, hatten sie auf einmal Angst vor Gott. Diese ungetrübte, wunderbare Gemeinschaft mit Gott wurde brüchig, wurde zerbrochen, wurde geschädigt. Aber Jesus ist auch dafür gekommen, um uns wieder das Neue, diese Gemeinschaft mit Gott zu schenken, mit dem Vater. Er ist ja, wie er sagt, selber das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. So möchte Gott uns neu bekleiden mit diesem Licht, mit seinem Licht, damit wir nicht nackt vor ihm stehen, nicht nackt sind, besonders in der Stunde unseres Todes, sondern damit wir voll Zuversicht Gott entgegengehen, damit wir Vertrauen haben, dass Jesus uns vorausgegangen ist, uns ein Haus, eine Wohnung beim Vater zu bereiten, wie wir in der Lesung gehört haben. Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, weil wir ja letztlich nur Pilger sind auf dieser Erde, nur Fremdlinge, weil wir noch nicht am Ziel sind, ja, wenn wir dort sind, bei den ewigen Wohnungen, in der Ewigkeit, im Haus des Vaters angekommen sind, ja, dann haben wir die Fülle des Lebens, dann möchte der Herr uns wirklich neu diese Seligkeit schenken, dieses göttliche Licht, diese Gemeinschaft mit ihm, mit dem einen und dreifaltigen Gott, wo wir ihn gemeinsam mit Maria und allen Heiligen in Ewigkeit für seine Liebe, für seine wunderbare, rettende Macht preisen dürfen. Amen.